nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Dann ess doch eins. Oh, hat er nicht gesagt, ne? Hat er nicht. Ist es hell oder ist es dunkel? Hallo? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ich glaube, ich krieg das nicht gerade wirklich hin. Dennoch, müde, total übermüdet und verhungert, nehme ich... Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Ich hätte jetzt gesagt, nehme ich meinen nächsten Auftrag entgegen. Ich bin... Oh, Mann. Boah, was ein Scheiß. Jetzt muss ich doch nochmal... Ich kann nicht mal irgendeinen Menschen umlegen. Also das bin ich ja der Schlechte. Dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Hier wird nicht rumgetrödelt. So ist richtig. Ich brauche was zu essen, aber fix. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich darf auch nicht so laut reden, weil ich jetzt in letzter Zeit so leise rüberkomme. Hey. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen, lasst euch von Susanna nicht den Kopf verdrehen. Werft einen Blick darauf. Das schafft sie eh nicht. Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Ich zeige euch euer Zimmer. Nein, müsst ihr nicht. So. Erstmal schlafen. Hungrig schlafen ist nicht gut. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Einen jede Nacht gehe ich in den grauen Winter und lasse diese nichts kaputt. Okay, ich laber mir alle viel zu viel hier. Wir sollten ein großes Loch graben, alle dunkle Elfen und Argonia hineinwerfen und sie sich in Stücke reißen lassen. Du faule Sau, machst doch eh nichts. Dich werfe ich hinterher. Du bist lustig, dich vergaß ich. Dich werfe ich zuletzt rein. Oh, hat er nicht gesagt, ne? Der hat echt hier Bezug zu einem Reichsbürger. Jarl Ulfric Sturmmantel, ich erbitte neue Befehle. Nun, da das Kaiserreich aus Reach vertrieben worden ist, können wir der skrupellosen Ausbeutung seiner Silberminen Einhalt gebieten. Dieses Silber gehört Himmelsrand. Zahllose Feinde wurden von einer Lawine des Schmerzes und der Vergeltung aus eurer Hand erfasst. Ich nenne euch jetzt Eishammer. Ihr zeigt große Leidenschaft für den Kampf und Mitgefühl für die wir kämpfen. Ihr werdet für unsere Sache allmählich unverzichtbar. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Hier, nehmt dies als Zeichen erwiderter Liebe. Hm, danke. Was jetzt? Ihr werdet in Hjalmarsch gebraucht. Es gibt viel zu tun.
Gut. Geht mit den Göttern. Aber geht. Ich weiß. Hallo. Was kann ich für meine Nordverwandten tun? Weiß ich nicht. Scheinbar nichts. Da zwei Stahlfalle sehe ich gerade. Und hier diese abgeschorene Scheiße-Dinger. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Nö, gar nicht. Eieiei, die Schnee. Die arme alte Frau wird gleich gegessen. Alles klar, ich bin selber schon wieder recht müde wie Drecksau. Entschuldigung, wenn ich das sag, alle. Backekuch. Entschuldigung. Wohl an den Hjalmarsch, das heißt, wir müssen wohin? Also wir könnten jetzt entweder nach Mortal oder Dämmerstern reisen. Ich würde mal vorschlagen. Mortal, weil da ist eigentlich nicht ganz so kalt, wenn ich jetzt da durchlaufen müsste. Von Dämmerstern aus. Aber nach Dämmerstern müssten wir eigentlich auch noch hin. Wir fahren nach Dämmerstern. Ich kann euch zu gehen. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Sehr wohl. Ruhig, altes Mädchen. Langsam, sonst kaltst du wieder. Und weh, ich bin wieder Hälfte meines Hungers. Mauis! Nee, Dämmerstern. Oh, hirsch. Jetzt abends. Ich kehr lieber ein. Ich kann nicht gut schlafen. Egal wie viel Alkohol ich... Karl! Ich bin niemand besorgt. Ich muss aus dieser Stadt verschwinden. Irrt mir, reißt euch zusammen. Es sind doch nur Träume. Sagt es ihr, Erandur. Hört auf euren Freund, Fruki. Das sind nur Träume. Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Glaubt ihr, das ist normal? Das ist eine ganz üble Sache. Erandur, sie hat gar nicht so unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Aber es muss sich um ein Omen handeln. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden. In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben und auf Lady Mara vertrauen. Das werde ich. Danke. Nein, ich vertraue auf Lady Luga. Ich arbeite in der Mine, so wie alle anderen auch. Hey du. Braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Mhm. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja. Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer.
Der Frost hat sich meinen Gatten vor vielen Jahren geholt. Er war ein guter Mann. Und als nächstes seid ihr dran. Was beunruhigt euch, wenn ihr sonst noch etwas braucht? Besser 12 Stunden schlafen. Dann ist es nicht mehr allzu sehr kalt, wenn ich da von dort aus dahin latsche. Ach, nee, wenn wir schon hier sind, können wir auch das Museum betreten. Ich habe nachgedacht, Vater. Vielleicht solltet ihr euch einen Tag reinnehmen und in die Stadt gehen. Ich könnte so lange auf die Taverne aufpassen. Warum sollte ich das machen? Es gibt hier genug zu tun. Es wird euch gut tun. Vielleicht könntet ihr unterwegs bei Irgnir oder Fruki vorbeischauen. Ich habe gesehen, wie sie euch ansehen, wenn sie auf ein Glas herkommen. Was schauen die so? Stimmt etwas mit meiner Bedienung nicht? Ach, schon gut. Thorin, ihr habt eine gut aussehende Tochter, wollte ich nur mal so festhalten. Im windigen Gipfel gibt es den besten Baden von ganz Dämmerstern, nämlich mich. Erandur. Vulkanglasstreitkolben? Ernsthaft? Naja. Um deren Probleme kümmere ich mich auch irgendwann noch. Aber nicht jetzt. Toll, dass Dämmerstern hier diese Form von Jesuskreuz hat. Bin ich auch so ein Freund von. Rostleif, ich habe nachgedacht. Vielleicht sollten wir nach Hammerfell ziehen. Die Eisenbrechermine ist 3-mal so viel wert wie die Quecksilbermine. Und ihr dummer Besitzer. Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Das ist Vergangenheit. Tote Schwüre auf toten Lippen. Lasst es dabei bewenden. Das Museum wird eröffnet, Madena. Ich bin und hier, hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. So? Reden wir drinnen weiter. Da drüben ist die Alte. Silus. Was hat er uns zu erzählen? Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Ui, das ist einfach eine normale Stube. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte... Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagon nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Interessant. Und was haben wir hier? Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen, blasphemischen Buch. Daedra können Bücher schreiben? Manka Camoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Oh, ich hab Bock, Oblivion zu zocken. Oh, Leute. Die Kommentare zum Mysterium Xaxis wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Camoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Ist ja wie Valhall. Ah ja, die Schwertscheide. Seht ihr die Insignien? Ein ja. Oblivion-Tor. Ein wichtiges Symbol von Merunes Dagon, dem Daedra der mythischen Morgenröte. Uiuiuiuiuiui.
Ich habe doch. Silus? Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Lasst uns über die Sache reden, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Wollt ihr, dass ich die Fragmente beschaffe? Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Nun, ich habe Bruchstücke von Merus Klinge. Seht nur, die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt brauchen wir nur noch das Heft und den Knauf. Ich möchte mehr über die Klinge erfahren. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Weshalb habt ihr dieses Museum gegründet? Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Und hier können wir es fragen, und was bitte ist dieser Kult der mythischen Morgenröte? Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet. Fast alle. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Ich meine, eigentlich wissen wir ja recht gut, wer Merunes Dagon ist, aber fragen wir halt trotzdem. Ah, eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der dädrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Das Ding ist, die Leute, die Oblivion gespielt haben, die wissen es besser. Die haben nicht wirklich alle getötet. Beziehungsweise einer hat er sich quasi, ne, geopfert. Na gut, ich habe jetzt schon zu viel verraten. Tut mir leid. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Ich hoffe, das war jetzt... Komm, ich speichere jetzt. Ich hoffe, es war jetzt nicht ein Fehler, direkt die Bruchstücke abzugeben.